Willkommen zurück bei Final Fantasy VII. Mittlerweile sind wir in den Slums von Sektor 7 angelangt. Wir haben unsere alte Freundin Tifa getroffen. Und wir haben jetzt sogar ein Apartment hier. Es ist ein neuer Tag angebrochen. Und vielleicht können wir uns ja jetzt die Umgebung hier von den Slums ein wenig näher anschauen. Denn in der letzten Folge war es ja schon spät am Abend. Ich konnte mich ja nicht so wirklich umschauen, aber vielleicht kann ich mich jetzt im Apartment von Tifa umschauen. Cloud sagt, nee, wir dürfen das nicht. Hallo, du bist dann wohl Cloud, habe ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn's um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Alles klar, wir dürfen Tifa nicht verärgern, sonst kriegen wir es mit Marle zu tun. Aber ich werde nochmal mit ihr reden, vielleicht hat sie ja ein paar nützliche Infos für uns. Lümmel hier gefälligst nicht rum, sondern mach dich auf den Weg zum siebten Himmel. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst vor ihr. Wir gehen natürlich gleich zum siebten Himmel, aber ich möchte mich hier ein bisschen umschauen. Sieht das nicht geil aus? Jetzt sehen wir mal, wie das unterhalb der Platte aussieht. Richtig krass gestaltet ist das. Das sieht wirklich so heftig aus. Suche nach Kandidaten. Echt, ja, nach Kandidaten für was? Was hat er denn da auf der Schulter? Was ist denn das? Irgend so eine kleine Figur? Oder was ist das? Ah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bewegt sich das Ding auch. Oh, ich glaube, hier ist ein Waffenladen. Aber wir können nichts kaufen, oder? Oh, nee, können wir nicht. Ich glaube, wir müssen erst wirklich in den siebten Himmel gehen, damit wir hier in den Slums so wirklich in den Geschäften auch uns was kaufen können. Aber sehr schön gemacht, dass wir jetzt uns hier so frei bewegen können. Ihr dürft ja nicht vergessen, das Remake, dieser erste eigenständige Teil, umfasst ja wirklich nur die Geschehnisse in Midgar. Und wenn wir dann irgendwann den anderen oder die anderen Teile bekommen, bin ich echt gespannt, wie das so umgesetzt worden wird. Entschuldigung. Wenn wir auf der Weltkarte und sowas alles sind, weil das war im Original ja auch so. Da war dann Cloud quasi Miniatur-Cloud und wir sind auf der Weltkarte rumgelaufen. Und da kam es dann natürlich auch zu Zufallscampen. Aber wenn das hier schon so richtig groß gestaltet ist, dann wird das ja echt heftig sein. Ich frage mich echt, wie sie das dann umsetzen werden. Und auch, dass wir durch die Gegend rennen können mit einem Schokobo. Aber ich denke mal, das wird dann so ähnlich aussehen wie in Final Fantasy 13 oder Final Fantasy 15. Aber lassen wir uns überraschen. Das alles überspekulieren. Ja, das bringt ja nichts. Und jetzt habe ich mich echt verlaufen. Ach nee, Quatsch, hier bin ich ja gestern Abend schon lang gelaufen. Genau. Hier standen, glaube ich, die Shinra-Soldaten. Nee, Quatsch, die waren hier vorne. Der linke ist der Nette, der rechte ist nicht der Nette. Und dann begeben wir uns jetzt einfach mal in die Bar. In den siebten Himmel. Und ich denke mal, dass es dann auch so sein wird wie im Original, dass wir einen neuen Auftrag erhalten, von dem ja auch Tifa schon gestern Abend gesprochen hatte. Und dann wird sich natürlich auch Tifa der Gruppe anschließen. Oh, da ist eine Katze. Können wir die wenigstens streichen? Hallo? Leider können wir das nicht. Ich würde mich hier so gerne noch umschauen. Ich laufe jetzt hier vorne doch nochmal lang. Oh, mit ihm können wir sprechen. Hey! Und? Wie gefällt dir der Song? Bist schon ein Fan?
Na dann, nimm! Schallplatte Nummer 27, Hip-Hop The Chocobo. Ja, nice. Wir wissen ja nun mittlerweile, dass wir auch Schallplatten sammeln können und die können wir uns dann natürlich auch in der Bar des siebten Himmels an der Jukebox anhören. Hier gab es mal wieder zwei Supertränke. Ich würde ganz gerne alle Schallplatten finden wollen. Daher muss ich mich hier nochmal ein bisschen umschauen. So seht ihr auch die komplette Umgebung mal. Ich denke mal, den einen oder anderen von euch würde das sicherlich interessieren. Und ich frage mich gerade, ob es jedes Mal eingeblendet wird mit diesem Schallplattensymbol, wenn wir dann irgendwo vorbeilaufen, wenn uns eventuell irgendjemand eine Schallplatte geben könnte. Das wird wahrscheinlich so sein. Und die Musik, die wir auch gerade hören, ist natürlich wieder das Main Theme von Final Fantasy. Oder was? Das Theme von Tifa? Die Verbrecher sind Avalanche. Genau, ich glaube, es war das Theme von Tifa. Ich komme da manchmal auch durcheinander, obwohl ich mich da echt gut auskenne. Aber wirklich sehr schön neu aufgesetzt, die Musik. Ich mag das total. Hier scheint es jetzt aber nicht weiterzugehen. Leider finden wir hier auch keine weiteren Objekte. Jedenfalls sehe ich hier nichts. Da ist noch ein Kätzchen. Eben hast du dich noch geputzt. Putz dich nochmal. Hä? Wir haben jemanden in der Bürger. Das sollte erstmal reichen. Wir können hier eh im Moment nichts machen. Es bringt jetzt nichts, hier überall rumzulaufen. Wir gehen jetzt wirklich in die Bar. Das ist auch echt das größte Gebäude hier in den Slums, so wie es ausschaut. Tiefer Spezialcocktail haut dich aus den Socken, aber er lässt mich alle. Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder im siebten Himmel. Morgen! Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Oh ja, das wäre nett, Tifa. Habt ihr gesehen, was sie da für eine Armschiene hatte? Also wenn sie das gestern Abend schon hatte, dann ist mir das echt nicht aufgefallen. Aber es sah echt cool aus und ich kann euch jetzt schon sagen, Tifa hat's im Nahkampf richtig drauf. Ich freue mich jetzt schon darauf, sie endlich mal im Kampf auszuprobieren. Okay, das klang gerade zweideutig, aber naja, ihre Moves halt, was sie so drauf hat mit dem Kämpfen. Was? Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst dir bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute krieg, kein Problem. Solange die Bahnen stehen, kriegen wir auch... Oha, hier ist irgendwo eine Schallplatte in der Nähe. Mich über den siebten Himmel und... Da war gerade so ein Symbol. Die Schallplatte und die Fragezeichen. Irgendwo ist hier was. Meine Güte, sind die Slums groß. Hä? Out! Hinter der Piepengasse haben sich wilde Bestien eingenistet. Nur die Hartgesottenen trauen sich dahin. Ich wäre lieber vorsichtig. Okay, danke für die Info. Da könnten wir eigentlich gleich mal hingehen. Aber wo war denn das mit der Schallplatte? Das war wahrscheinlich irgendwo weiter vorne, aber ja gut. Renne ich dann doch mal wieder zurück. Ich?
Die Zulieferer sind natürlich. Aber ist das geil, dass es hier so groß gemacht ist? Gehen wir doch mal hier durch. Mal schauen, was hier kommt. Wo sind denn hier wilde Bestien? Drei Handgranaten. Aber keine wilden Bestien. Vielleicht gehört das noch zu einem späteren Auftrag. Ich denke mal, dass wir auch ab und an so mal hier in Midgar so Nebenaufträge machen können. Das jetzt mit Tifa wird wahrscheinlich schon einer sein. Aber hier vorne wurde das mit der Schallplatte eingeblendet. Mit wem kann ich denn jetzt hier reden? Da oben links ist es wieder eingeblendet. Aber ich kann mit niemandem reden. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo Tifa, wie schön dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben, Mann. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Jawohl, wir können das erste Mal in einem Laden was kaufen. Das ist der Krämerladen. Oh. Es gibt nur Gegenstände und Materie, keine Accessoires und Rüstung. Warum auch immer. Vielleicht wird das später noch freigeschaltet. Ah, das ist das, was wir gerade hören. Die Prälude. Ja, kaufe ich mir. Das ist eine weitere Schallplatte. Einen hat auch nur gehabt. Trophäe erhalten. Plattensammler. Ja, nice. Heiltränke sind ja gar nicht so teuer. Die haben im Original, glaube ich, immer 100 Gil gekostet. Phönixfedern weiß ich jetzt nicht mehr, wie teuer die waren. Aber ich kaufe mir erstmal ein paar Heiltränke. Nee, dann doch nicht. Ich habe ja gar nicht so viel Geld. Diese Materie besitzen wir bereits. Jetzt können wir uns noch Frost holen. Das hole ich mir auch. Und das hier ist natürlich Blitz. Und das hole ich mir auch mal. Barrett hat das ja schon, aber ich hätte das auch ganz gerne selber. Und ja, jetzt haben wir nicht mehr so wirklich Gil, um irgendwas noch kaufen zu können. Besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Ach so, ja, ich bin ja nett. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns in der Bar. Verdammt, hier können wir noch nicht rein. Na gut, vielleicht können wir da niemals rein. Der Bereich war abgesperrt. Hereinspaziert, hereinspaziert. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Sehen die da oben mal, wie viel sicherer das Leben. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen. Die Vermieterin ist wirklich furchteinflößend. Haben wir ja vorhin schon mitbekommen. Hallo Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir, die erste Regel in den Slums. Ganz genau.
Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Rastpunkte. Ruht man sich auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomaten oder Betten in eigenen Zimmern aus, könnt ihr B&MP-Vollständigkeit, wenn er das... Konnte ich gerade nicht lesen. Also, ich habe mich verlesen. Tut mir leid. Umso mehr ich das hier auch alles sehe und auch wie sich die Charaktere in normalen Gesprächen geben, ich habe immer mehr den Eindruck, ich würde einen Animationsfilm spielen. Das sieht sowas von geil aus. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Nein, verdammt, jetzt habe ich meine ganzen Gilde auf den Kopf gehauen. Jetzt kann ich mir bestimmt keine Waffe mehr holen. Sieh mal einer an. Die Kinder sagen oft, dass wir ihre Helden sind. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schund auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Ja, das machen wir. Und danke, Tifa, dass du uns so eben zum Schutzgelderpresser gemacht hast. Oder Schutzgeldeintreiber vielmehr. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Warum fragst du nicht einfach? Aber ihr seht ja, Cloud muss einfach nur mürrisch gucken und schon werfen uns die Leute 200 Geld zu. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe. Wo ist denn Tifa? Tifa. Jetzt ist sie weg. Ach, da hinten steht sie. Nein, ich wollte nicht die Leiter runter. Die Gebäude der Bürgerwehr haben echt auch schon besser. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was. Aber wo ist denn jetzt hier bitte schön der Waffenladen? Wir konnten doch da mit niemandem sprechen, oder? Ich glaube, da war niemand, mit dem wir hätten sprechen können, um was zu kaufen. Gibt es keine Möglichkeit, dass sie vorne ist auch noch nicht freigeschalten. Warum fragst du mich einfach mal den Waffen? Ach doch. Ha? Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich! Naja, ganz toll. Der ist erstmal nicht gut auf uns zu sprechen. Aber ich find's cool, dass es so umgesetzt wurde wie im Original. Die Geschäfte im Original in den Slums hatten natürlich auch 2-3 Etagen. Kann ich mit Tifa reden? Ach, ich muss hier rein. Hi! Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet! Gibt nämlich was, das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen.
Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffen modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte, um Modifikationen für deine Waffen freizuschalten. Ja, ist das geil. Jetzt können wir auch noch die bereits bekannten alten Waffen aus dem Original sogar noch verbessern. Das ist wirklich toll gemacht. Ich habe wirklich vorhin schon, glaube ich, gesagt gehabt, dass ich mir das erhoffe, dass das so ist. Und jetzt ist es wirklich eingetreten. Waffen werden über das Menü Waffenmodifikation modifiziert und verstärkt. Das ist jetzt ein neuer Unterpunkt, der oben links im Hauptmenü natürlich jetzt auch unter Ausrüstung und Materia steht. Zuerst musst du den Charakter wählen, dessen Waffe du modifizieren möchtest. Wähle Cloud mit X. Okay, machen wir. Als nächstes musst du die Waffe wählen, die du verstärken möchtest. Wähle das Panzerschwert. Das wählen wir auch mal aus. Ja, wie geil ist das denn, bitteschön? Das sieht ein bisschen so aus wie das Upgrade-System aus Final Fantasy 13. Da hatten wir auch solche Kreise. Erinnert mich ein bisschen daran. Was haben wir denn hier noch? Verbessere deine Waffen mit Modifikationen. Die zum Freischalten von Modifikationen benötigten Waffenpunkte können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Wähle Modifikation mit dem linken Analogstick oder mit dem Steuerkreuz zum Freischalten aus. Ah ja, okay. Ich kann jetzt hier mir aussuchen, was ich gerne hätte. Entweder Schaden von Schwertwirbel, physische Attacke plus 5. Wir können auch das TP-Maximum erhöhen. Oder die magische Angriffskraft. Naja, TP-Maximum steigt ja sowieso bald. Und da wir den Schwertwirbel meistens immer verwenden, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal das. Ah, wie viele Punkte kostet denn das nochmal? Wo steht denn das nochmal? Ich habe jetzt 10 Waffenpunkte. Mal gucken, wie viel weggehen. Oben rechts WP 10, das sind die Waffenpunkte. Mal schauen, wie viel wir da noch über haben, wenn ich das jetzt hier auswähle. Ach so, 4 Punkte hat das gekostet. Darüber wurde es auch angezeigt. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Aber wir könnten eigentlich noch was anderes machen. Können wir das noch weiter modifizieren? Machen wir einfach mal physische Attacke auch noch plus 5. Und jetzt sollten wir uns, glaube ich, nichts mehr leisten können. Genau. Ich denke mal, die Waffenpunkte werden wir dann wahrscheinlich gut geschrieben bekommen, indem wir Nebenmissionen in den Slums von Sektor 7 machen. Oder generell in Midgar. Oder generell für alle Nebenmissionen. Jetzt sehen wir die ganzen Modifikationen, die das Panzerschwert hat. Da steht ja auch Panzerschwertkern, eine Materie, die es erlaubt, das Panzerschwert mit Modifikationen zu verstärken. Modifikationen werden mit Waffenpunkten freigeschaltet. Bisher haben wir, wie gesagt, physische Attacke plus 5 und Schaden von Schwertwirbel. Der Kern hat natürlich noch magische Attacke und TP-Maximum. Und wenn wir das wahrscheinlich auch erhöht haben, wird sich etwas Neues auftun. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Du hast die Möglichkeit, deine Waffe automatisch modifizieren zu lassen. Drücke dazu bei der Waffenauswahl Dreieck und wähle den Modus automatisch. Nee, das möchte ich aber nicht. Ich möchte das immer selber auswählen. Du hast deine erste Modifikation freigeschaltet. Modifikationen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffen oder schalten neue Materia-Slots frei.
Wenn die maximalen Waffenpunkte eines Charakters bei einem Stufenanstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe. Je höher die Waffenstufe ist, desto mehr Modifikationen stehen dir zur Verfügung. Alles klar. Okay. Wir haben jetzt Waffenstufe 1. Das geht bis 20, glaube ich. Ach nee, wir brauchen ja für die nächste Stufe 10 Punkte. Ah, okay, jetzt raff ich das. Und wir können es natürlich auch noch so modifizieren, dass es ausgewogen ist, offensiv oder defensiv. Aber ich lasse das jetzt erstmal auf manuell. Aber das ist ja wirklich geil gemacht. Finde ich eine tolle Sache, dass sie das so umgesetzt haben. Das gab es im Original nicht. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Ja, nice. Tifa ist endlich der Gruppe beigetreten. Können wir hier noch höher gehen oder war das die letzte Etage? Ich glaube, draußen war noch eine Treppe. Da möchte ich mich nochmal umschauen. Ah, da ist wieder so ein Behälter. Da gab es ein Äther. Leider ist hier noch der Zutritt gesperrt. Ob er später offen ist, weiß ich nicht. Aber wir schauen uns erstmal die Statuswerte von Tifa an. Ja, ist das nicht geil dargestellt im Menü, wenn die Charaktere so aufgelistet sind? Tifa hat kurioserweise auch Stufe 10. Ich glaube, das hat sich dann natürlich nach unserem Level jetzt gerichtet. Sie hat auch Waffenstufe 1. Sie hat aber noch 10 Waffenpunkte. Können wir direkt bei ihr auch was aufleveln? Ja, können wir. Sie hat ja noch die Lederhandschuhe. Und ich werde danach natürlich auch mal ihr eine Materia geben. Was machen wir denn? Naja, MP-Maximum müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir machen mal erhöht die Schnelligkeit. Und dann machen wir das noch mit dem Schaden. Und mehr können wir ja gar nicht machen. Und dann schaue ich nochmal, was sie doch für Materie ausgerüstet hat. Stehlen hat sie auf jeden Fall drauf. Tifa hat nämlich von Anfang an immer Stehlen gehabt, also die Materia. Den Kraftreif, den können wir eh nicht geben, weil Cloud den bis jetzt hat. Den Bronzereif hat sie ja selber und andere Waffen gibt es derzeit nicht. Und oben rechts in dem kleinen Video seht ihr, was Tifa für Attacken drauf hat. Also ich kann euch da wirklich sagen, die gute Dame hat es richtig drauf im Nahkampf. Chakra. Ach so. Das ist aber neu, dass er das hat. Normalerweise hat sie immer Stehlen gehabt. Aber das ist toll, dass er sowas kann. Wir können ihr natürlich auch noch was anderes geben. Und zwar gebe ich ihr mal das Chocobo-Küken. Dann rüste ich sie noch mit, ja, ich weiß nicht, was sollte ich nehmen, Blitz, Eis oder geben wir ihr mal Blitz. Ey, das sieht ja so geil aus, das Menü. Ich muss mich erstmal an die ganzen Funktionen gewöhnen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Tifa hat doch gesagt, wir wollen jetzt was zu zweit erledigen. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Naja, wir haben ja noch 29 Heiltränke, Tifa. Fetter Prügel. Verkauft dir was?
Ah, hier geht's raus. Okay, das ist ja geil. Aber das machen wir nicht jetzt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, was da abgehen wird wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das gerne kommentieren. Lasst vielleicht eine Bewertung da. Schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein, denn dann geht's weiter mit Final Fantasy VII.